Eigentlich wollte ich dir in diesem Video zeigen, wie du jeden deiner Songs noch ein kleines bisschen besser machen kannst. Weil ich das aber schon mal gemacht habe, zeige ich dir das heute im Rahmen der Recording Block Adventskalender Classics. Viel Spaß dabei! Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Noiseworks. Das Thema des heutigen Videos ist, wie man mehr Drive in seinen Song reinkriegt oder in einige Stellen seines Songs. Und Drive übersetzt man ja mit Schwung, das heißt, man bringt mehr Schwung in seinen Song rein. Und einige Stellen im Song sollen ja ein bisschen mehr abgehen als andere. Und die Methode, wie man da Drive reinkriegt, ist eigentlich so Oldstyle wie cool. Denn man kann das ganz einfach mit verschiedenen Hilfsmitteln machen. Und ich habe hier mal eins zur Seite gelegt, das ist hier der Schellenkranz of Rock, wie ihn Farin Urlaub von den Ärzten mal genannt hat. Mit dem Schellenkranz kriegst du quasi immer Drive und Schwung in deinen Song rein. Und zwar völlig genreunabhängig, ob das Rockmusik ist, ob das irgendwie Dancemusik ist oder sonst was irgendwie. Wenn du ein bisschen mehr Schwung und ein bisschen mehr Energie in deinem Song drin haben willst, nutzt den Schellenkranz of Rock. Und ich gehe da noch ein Stückchen weiter. Ich benutze nicht nur den Schellenkranz of Rock, sondern ich benutze auch zum Beispiel diesen Shaker. Ne, mit dem kann man auch sehr tolle Sachen machen und vor allem, ich habe einen ganz coolen Shaker, habe ich mir mal hier zur Seite gelegt, einen One-Shot-Shaker, den hat mir meine Frau mal zu Weihnachten geschenkt. Na, warte mal, richtig halten. Hörst du? Der macht hier, dieser Shaker macht chicke, 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 chicke und dieser hier macht nur einen Shot. Das ist sehr cool, da kann man super Effekte mitmachen. Und damit bearbeite ich dann quasi in meinem Arrangement einzelne Teile. Das heißt, ich mache Aufnahmen damit und sorge dafür, dass da mehr Drive reinkommt in meine Songs. Falls du sagst, ich habe keinen Schellenkranz of Rock oder ich kann den nicht so gut bedienen, kein Problem, denn jede DAW heutzutage hat ja auch Loops mitgeliefert. Und wir schauen mal hier gerade in Logic rein. Bei Logic ist das zum Beispiel hier, warte mal, ich gucke mal kurz da, die Loops. Und wenn ich bei den Loops reingucke, ich habe hier mal Shaker eingegeben an dieser Stelle. Und dann werden hier jede Menge Shaker vorgeschlagen. Man kann die einfach anklicken, wie du hören kannst. Ganz viele Loops. Und damit kann man einfach, huppala, jetzt läuft es hier gleich los, damit kann man ganz einfach in seinem Song rumexperimentieren. Benutz also ruhig mal diese Loops und pack sie an die Stellen, wo du sie gebrauchen kannst. Und wir machen das jetzt gleich auch mal, aber ohne Loops. Ich habe nämlich ein paar Aufnahmen gemacht. Jetzt mal kurz gucken, dass das da oben wieder verschwindet. Hier, hallo, geht mal wieder. Ja, so, sehr ist gut. So, Loops zur Seite und jetzt hören wir mal kurz rein. Ich habe einen Schellenkranz of Rock aufgenommen, der klingt so. So ein bisschen, als wenn Rudolf das rotnasige Rentier vorbeikommt. Ne? Und ich habe noch einen Shaker aufgenommen. Ne? Und die beiden Grooven zusammen. Zack, und das wollen wir jetzt mal dem aktuellen Song hinzumischen und dafür mehr Drive sorgen. Das Wichtige ist, dass du das nur so an der Hörgrenze zu packst. Also, dass sie jetzt nicht volle Pulle nach vorne mischt, weil gerade so ein Shaker und so ein Schellenkranz, die können sehr, sehr penetrant sein. Das heißt, man muss da wirklich genau aufpassen, dass man die nicht zu laut macht und im Zweifel auch mit Kompression und De-Esser arbeiten. Und ich regle die jetzt mal runter und wir hören mal, wie das zusammen klingt, wenn wir die hochschieben. Ich markiere die mal beide, dann schieben wir die zusammen einfach hoch, mach das Solo aus und wir hören mal. Und jetzt einfach an die Hörgrenze hochregeln, ne? Ungefähr. Fast zu viel. So. Und das Geile ist, wenn du es so gerade an die Hörgrenze rangeregelt hast, dann ist es wie bei so vielen Effekten, dass es erst auffällt, wenn du sie wegnimmst, dass der Drive weggeht. Das heißt, also, sie sind so subtil im Arrangement verpackt irgendwie, dass du den Eindruck hast, wenn ich sie wegnehme, jetzt fehlt was. Und wenn ich sie dazugebe, ah, da ist es wieder, jetzt geht es wieder richtig ab. Und das machen wir mal kurz nochmal aktivieren und deaktivieren. Los geht's. Ich mach mal kurz aus. Los ohne. An. Da kriegt schon ein bisschen mehr Schwung. Und wieder aus. Der Schellenkranz of Rock oder jede Menge Loops mit verschiedenen Percussion-Elementen sorgen dafür, dass du deinen Song auf jeden Fall noch ein kleines bisschen drive-mäßig nach vorne bringen kannst. Also viel Spaß beim Ausprobieren. Falls dir dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns morgen zum letzten Kläppchen im Recording-Blog Adventskalender. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste. Mach's gut und Yassou!